Ja, hallo, herzlich willkommen bei uns auf 1000 BSTV. Wir sind wieder auf der Rennstrecke. Das letzte Mal für die Saison 2017 bei den 1000 BS Bridgestone trägt es hier im Slowakiering. Und ihr seht es schon hier, die Heizweste. Ich muss aktivieren. Stufe Grün ist nötig. Stufe Grün ist nötig. Außentemperatur ist gerade noch akzeptabel für verwöhnten Typen wie mich. Aber schauen wir mal rum. Die Leute sind alle ganz heiß. Denen ist sicher nicht zu kalt hier heute am Slowakiering. Kawasaki Z800, ja. Naked Bike. Slowakeringer pfeilschnelle Rennstrecken. Wie taugst du mit der Z800 da? Passt. Passt? Leistung fällt mir ein bisschen. Ja. Aber saugeil. Das macht man in der Kurve wieder wett, oder? Ja, sollte man. Bist du das erste Mal auf der Rennstrecke? Nein, okay. Red Bull Ring war ja mit euch. Ah, super, ja. Vor der MotoGP. War auch super. Okay. War ein bisschen wärmer wie heute. Ja, ja. Aber passt schon. Und das Slowakiering, ist das empfehlenswert? Passt das wieder? Unbedingt. Asphalt ist fast gleich wie im Red Bull Ring. Sehr gut. Streckenlayout ist echt geil. Also, ich bin nächstes Jahr sicher dabei. Super. War schön. Alles Gute. Passt. Ja, passt. Tschüss. Ciao. Ja, bei mir ist jetzt der Klaus Kramer mittlerweile. Wie heißt das? Racetech Motorsport GmbH. Klaus Kramer, unser Unternehmer ohne Ende. Ja. Klaus, du baust Rennmotorräder auf für gut betuchte Klientel. Und da bei uns bist du natürlich Instruktor als mehrfacher Staatsmeister. Klaus, gib uns einmal einen Tipp. Was sind deine Top 3 Tipps, die du hier deinen Schützlingen am Slowakiering mitgibst für gute Rundenzeiten? Konzentriert fahren, eine ordentliche Linienwahl, weil da kann ich ohne Risiko schnell fahren und möglicherweise die richtige Materialauswahl. Ja. Nicht, das heißt nicht mit den kompletten Klumpert klar, man muss auf Rennstrecken fahren. Naja, das ist ja eh alles klar, oder? Ja, nein, es ist nicht alles klar, aber es gibt immer nur die Meinung, speziell bei Anfängern, auch, jetzt bin ich auf einer Rennstrecke, jetzt ist eh alles wurscht. Jetzt kann ich die ödesten Bremsbackel nehmen, die schlechtesten Reifen und tralala. Und ja, das denkt sie wer? Das denkt sie wer, so habe ich heute schon wieder gehört. Ja. Und ich glaube, dass genau das Gegenteilige ist, man kann ruhig einen guten Straßenreifen nehmen, da, der passt da, der haut auch hin. Und den kann ich dann eh auf der Straße auch noch verwenden. Aber es gibt Leute, die haben mir heute erzählt, sie haben sich Reifen ausgeglichen von ihren Freunden, die da nicht gehabt haben. Die haben es dann montiert und die fahren es dann daher. Und das ist jetzt, sage ich mal, nicht ideal. Das okay, man lernt nie aus. Achso, die Reifen waren quasi schon hinig für die Straße. Für die Straße waren sie hin und dann haben sie sich gedacht, auf der Seite ist noch ein System für die Rennstrecken. Ich würde es anders machen, ich würde einen Gurten auf der Rennstrecke verwenden. Und wenn er dann auf der Seite ein wenig angefahren ist, dann ist es erstens vor dem Kaffeehaus nicht schlecht und zweitens hat es die Lebensdauer auf der Straße nicht arg reduziert. Klaus, mit diesem Tipp, der Kaffeehaus-Tipp, ja. Das war das einzig Sinnvolle, den Rest schneiden wir alles weg. Der Kaffeehaus-Tipp war Weltklasse, vielen Dank. Ja, danke. Servus. Ja, der Slowakiering ist eine faszinierende Rennstrecke. Erstens sauschnell, also die Startziele gerade davor, fährt man Tacho 300, ist echt heftig. Dann gibt es drei Kuppen, also ein dreidimensionales Streckenlayout, insgesamt lang, schnell, eine echte Big Ball-Strecke und für uns, zumindest in Ostösterreich, auch einfach zu erreichen. Ich glaube, 30 Kilometer südlich von Bratislava einfach zu erreichen. Aufpassen aber bei der Anreise, wenn man über die Autobahn fährt, sie haben jetzt hier ein neues Videoüberwachungssystem für Mautzünder. Aufpassen, ganz wichtig. Ah, herrlich, jetzt haben wir da wieder einen R1200 GS-Fahrer. Hast du heute deinen persönlichen Geschwindigkeitsrekord aufgeschrieben mit der GS? Ja, das glaube ich nicht, weil das ist ganz was Neues. Also das Anbremsen und so, das war ganz eine neue Erfahrung. Ja. Ja. Aber man sieht, man kann auch mit der GS am Ring fahren. Ja, und du bist halt da mit deinen Kollegen hergefahren, einen Tag Rennstrecke. War das erste Mal Rennstrecke für dich? Ja, es war das erste Mal Rennstrecke. Kollege ist auch das erste Mal gefahren. Wir waren schon viel auf Sardinien und so unterwegs. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen das auch mal wirklich testen, was da möglich ist. Gell? Und hat dich das Rennstreckenfieber jetzt ein bisschen gepackt? Ist das faszinierend für dich? Ist eine tolle Sache, aber das Motorrad ist definitiv das Falsche. Ja. Okay. Also, ich habe bei den engen Kurven habe ich zweimal ein Problem gehabt mit dem Ständer. Ach so. Dass das wirklich, und dann hat es mir ein bisschen gesetzt. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, okay, gehen wir lieber ein bisschen zurück, weil das zahlt sich nicht aus. Okay. Na, schönen Tag noch, gell? Ja, danke, gell? Für dich. Wenn man sieht, das ist das typische Rennstrecken-Klientel hier bei uns auf 1000, bei der 1000 Best Track Days. Honda CB1000R. Wir haben gerade gehört, ihr fahrt viel Sardinen und so weiter. Ist schon was anderes da, der Slowakiering, gell? Ich habe bisher Honda CB1000F gehabt. Also habe ich seit 2 Tagen jetzt. Darum war es auch ein bisschen ein Abenteuer. Aber wir waren noch nie am Ring beide und aus dem Grund wollten wir es schon lange einmal. Nicht zuletzt sagt sie ja immer, das sollte man einmal probieren, damit man das sucht.
startet. Ich bin mir nicht sicher, ich werde schon auch zweimal noch fahren, aber so auf Bestzeiten oder sowas werde ich nie unterwegs sein. Ist ja nicht notwendig, aber ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, einfach um den Horizont, den Motorradhorizont. Aber Traum, wirklich, ja, muss ich schon sagen. Na gut, dann wünsche ich dir noch viele geile Kurven auf den Rennstrecken und den schönen Alpenpässen dieser Welt. Alles Gute noch. Papa. Ciao. Tschüss, grüß euch. Ja, da haben wir so, ich sag mal, einen typischen Track-Day-Fahrer. Da ist Motorrad, da hinten der Racing-Transporter. Kübelwagen. Und du hast gesagt, mittlerweile bist du gemütlicher, du schlafst jetzt nicht mehr im Bus, sondern im Hotel. Also der Luxus muss sein, glaube ich. Genau so ist es, genau so ist es. Ich brauche ein bisschen Erholung, weil sonst bringe ich gar nichts mehr zusammen. Na, na früher, also wie soll ich sagen, die Hardcore-Racer würden jetzt noch im Bus schlafen, um die 20 Euro zu sparen. Ja. Für die draußen, weil das Motorrad ist im Auto. Ne? Genau, ja. Und S1000er R, wie soll ich sagen, eine Basis, mit der man da viel Adrenalin erleben kann, oder? Ja, ist arg. Ich bin das erste Mal da, ich weiß nicht. Es ist mir einfach viel zu schnell. Ja, mit 200 das Knie am Boden. Ja, das passt schon, oder? Du darfst nicht so hagelig sein. Ja. Du, statt Ziel, was hast du denn draufgekriegt am Tacho? Hast du schauen können? Bei 270 habe ich nicht mehr drauf geschaut. Ja, angeblich kann man 300 Tacho. Nein, ich nicht. Na, vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe noch zu viel Stift in der Hose. Das ist keine Schande. Na gut, viel Spaß noch, gell? Danke, ciao. Ebenfalls. Bitte, ciao. Ja, da sind wir jetzt bei der 600er Gang, alte R6, neue R6. Es sind ja viele Leute, die jetzt auf 1000er umgestiegen sind, weil es wahrscheinlich immer blader werden, aber so sportliche, athletische Typen wie du können noch mit 600er fahren, gell? Ja, was soll ich sagen? Sportlich, athletisch, mein Herz hast. Aber es ist schon faszinierend, dieses Drehzahl, dieses präzise, ja, R6 ist schon was Geiles. Sie ist grenzwertig auf deinem Ring, also du bist nur im oberen Drehzahlbereich unterwegs, ne? Das ist irgendwo zwischen 12 und 16.000. Ja. Für deinen ist, also für den Slowaken ist es schwach eigentlich, weil es fast so eigentlich original ist, weil ich auf der Straße auch fahre damit. Was, du fährst auf der Straße auch? Ich baue eigentlich immer um, wenn wir am Ring fahren. Auf andere Verkleidung aufhören, sonst ist es eigentlich komplett Serie. Ne? Also du bist so ein Street Racer an, oder was? Ja, für zwei reicht es nicht vom Budget her. Okay. Und Faszination, Straßenfahren mit einem 600er, ist das noch vorhanden? Ja, für die Straße ist sowieso voll ausreichend, der 600er, meine Meinung. Ne? Sicher, 1000er ist ein 1000er, aber... Für die Straße finde ich das ausreichend. Ne? Und ja, schauen wir mal, was in nächster Zeit kommt. Vielleicht kommt eh was anderes. Na gut. Na, viel Spaß beim Gustieren, gell? Ja, ciao. Danke. Ciao, servus. Tschüss. KTM 690 Duke, Einzylinder. 70 PS circa. Da auf der schnellsten Rennstrecke in Mitteleuropa. Super unterwegs, oder? Ja, super. Ist echt der Wahnsinn. Das erste Mal, der erste Tag auf der Rennstrecke. Also, erster Tag Rennstrecke? Ja. Weltklasse. Macht echt Spaß. Ist super. Der Wahnsinn. Und was war so das Highlight-Erlebnis? Das Kurvenspeed oder Highspeed? Was ist denn da faszinierend? Ja, Highspeed geht ja nicht so viel mit der 96er, aber nein, der Kurven ist echt super. Also, ist ein echter Track, wo alles dabei ist. Ja. Und nein, macht echt wirklich richtig Spaß. Und ihr seid da eine Naked Bike Partie. Der Freund habe ich gesagt, Z750 und Super Duke und allein an der Partie. So, ja, Arbeitskollegen alle. Ja. Ist super, ja. Und hat euch das Fieber gepackt? Kommt's wieder? Ich denke schon, ja. Das war auf jeden Fall der Wahnsinn. Gut, dann sehen wir sie wieder. Auf jeden Fall. Viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Grüß euch. Servus. KTM RC8, Superbike aus Österreich. Taugt's da? Bist du zufrieden? Super. Ich habe es jetzt schon seit 13. Okay. Mittlerweile 44.000 Kilometer drauf. Okay, und passt alles? Ich habe noch nie was gehabt. Und du fährst 44.000 Kilometer wahrscheinlich nicht nur auf der Rennstrecke? Nein, natürlich nicht. Rennstrecken 3-4 Mal. Ja. Aber sonst Straßen so, 6.000 Kilometer. Ja, man sieht, du fährst nicht so viel mit den Leder, gell? Ich putze wenig. Okay, da habe ich mir irgendwann einmal aufgehört. Na, sehr gut. Und das ist, glaube ich, schon ein Ding, das die RC8 eher gut kann, Straße und Rennstrecke mischen. Ja, man sitzt halbwegs akzeptabel drauf. Nein, ich sitze besser. Ich habe vorher ein Supermotor gehabt, einen 90er. Da war ich froh, wenn ich 150 Kilometer tanken habe müssen. Ja. Weil man da hinten so weh dauert. Ja. Das gibt es da nicht. Super. Da sitze ich auf die Oberschenkeln und das ist überhaupt kein Problem. Und verfolgst du ein bisschen die Nachrichten über die RC16 dann? Ja, natürlich, klar. Aber es ist ja schade, dass die das eingestellt haben, das Programm. Ja. Aber anscheinend gibt es nichts, kein neues Programm in der Richtung. Ja, RC16 wird schon mal neu geben. Als Renneisen, ne? Na ja. Na ja, kann man sich schon nichts für mich. Straße, Rennstrecke, zwei Motorräder, oder? Ja, das zum Aufheben und das ja, auch genau, zum Fahren. Passt. Na, viel Spaß noch, gell? Danke, danke. Tschüss. Servus. Da haben wir noch Aprilia Mille mit österreichischem Herz, oder? Natürlich, ja. Und zweite Generation. Ja, schwer verliebt in das Motorrad. Taugt's da also? Ja, muss man sagen. Man sieht, du hast da ein bisschen investiert schon, oder? Ja, total. Also das, der Wert, den was ich gezahlt habe damals, der ist sicher nochmal investiert geworden in Zubehörteile.
Aber jetzt ist das Problem, jetzt hast du so viel investiert, jetzt kannst du nie die, neue RSV4 kaufen, gell? Ja, die Liebe ist da für die RSV4, definitiv, aber vorläufig bleiben wir mal dabei. Sehr gut. Schönen Tag noch heute am Slowakiering, gell? Danke, euch auch, gell? Tschüss, bitte. Bleiben wir noch Tag da bei uns auf der Rennstrecke, hat es getaugt? Mega, das Wetter ist dann auch noch super geworden. Erste Tür war sehr nass, aber es ist wieder eine gelungene Veranstaltung von euch, ja? Und du warst ja die Helden, also meine Helden sind keine MotoGP-Führer oder unsere schnellsten Leute da, sondern es sind Leute, die mit dem Motorrad, mit dem Rucksack da herfahren, den ganzen Tag Gas geben und am Abend wieder heim. Super Typ, von wo kommst du? Aus Mistelbach. Na gut, da hast du nicht so weit, oder? Na ja, geht. Passt. Na, aber gut. Dreimal im Jahr kommen wir auf eure Veranstaltungen. Super, alles Gute, gute Heimfahrt. Gell? Danke, dies. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, im Prinzip, ihr habt das gesehen im Fahrerlager. Es ist ja extreme Vielfalt bei unseren Events. Es liegt natürlich daran, dass wir das ganze Fahrerfeld in vier Gruppen teilen und die fahren dann immer 20 Minuten lange Turns. Also es gibt die grüne Gruppe, da ist Überholverbot am ganzen Vormittag und da fährt man Instruktor geführt. Das heißt, das ist natürlich die richtige Gruppe für Einsteiger, die noch nie auf der Rennstrecke waren. Gibt es die blaue Gruppe für jene, die sagen wir, die ersten Runden alleine fahren wollen. Rote Gruppe ist schon ein bisschen ehrgeizig für die, die sage ich mal, 4-5 Mal im Jahr Rennstrecke fahren. Violette Gruppe ist für Rennfahrer, die hier unser Event zum Trainieren nutzen. Aber alle Gruppen haben gemeinsam, hier gibt es keine Rennen, hier fahren wir nicht des Stresses wegen. Hier fahren wir einfach just for fun. Es gibt, glaube ich, fast keinen Motorradfahrer, den wir bei uns nicht bedienen können. Möglicherweise Chopper mit ganz wenig Schräglage oder 125er Roller, das wäre wahrscheinlich deplatziert, aber alle Arten von normalen Motorrädern können problemlos bei uns in der grünen Gruppe mitfahren und hier gemeinsam mit dem Instruktor einfach gefahrlos, führerscheinsicher hier voll Feuer geben. Ja, jetzt brauche ich gleich ein Taschentuch für meine Tränen, ich wäre gleich sehr sentimental, melancholisch und so weiter und so weiter. Das letzte 1000 PS Event, der letzte 1000 PS Bridgestone Track Day 2017 geht dem Ende zu, die Sonne neigt sich dem Horizont entgegen. Es war eine wunderbare Saison. Wir haben, ich glaube, die gesamte Saison über, also über alle Rennstreckentage hinweg, ich glaube, drei verregnete Turns gehabt, also insgesamt eine Stunde Regen bei 12 Tagen Rennstrecke. Ich kann euch schon verraten, für nächstes Jahr wird es ähnlich ablaufen. Wir sind April, Mai, Juni, Juli, August, September, 6 Monate auf der Rennstrecke unterwegs, jeweils mit 2 Tages-Events. Was wir auch machen, zusätzlich ist ein Event für 125er auf einer kompakten Strecke, also in einem Fahrtsicherheitszentrum, 1000 PS Track Days, 125cc Edition. Was wir auch machen, ist ein Reise-Enduro-Event wieder auf einer kompakten Strecke, damit Leute, die jetzt den Highspeed hier genießen wollen, auch zum Zug kommen, mit uns gemeinsam Motorrad zu fahren. Die ganzen Termine stellen wir online, spätestens am 1. Dezember 2017, alle Termine für 2018 auf www.1000base.com und freue mich schon, gemeinsam mit euch Gas zu geben. Eins ist natürlich wichtig, ihr habt es eh mitgekriegt, früh buchen. Also wer dabei sein will, muss noch im Dezember seinen Wunschtermin buchen, sonst schauen wir schlecht aus. Aus irgendeinem Grund stehen die Leute auf uns und unsere Events und das ist natürlich bitter, wenn man dann nicht mit dabei sein kann. Bis bald und wünsche noch eine schöne restliche Rennstreckensaison 2017.